Hallo, heute lernst du, wie du dein Nadelpolster mit Applikation selber nähst. Wir legen den Schnitt auf, zeichnen ihn mit Schneiderkreide nach und schneiden ihn entlang der Linien aus. Achte darauf, dass du auch die Zwicke anzeichnest und sie 2 mm tief einzwickst. Den Schnitt kannst du entweder selbst entwerfen oder du findest ihn auch über unsere Videobeschreibung zum Gratis-Download. Auch die Materialliste findest du in der Videobeschreibung. Wir stecken den Applikationsstoff auf die schöne Seite, auf die rechte Seite unseres Oberstoffes, drehen das ganze Stück um und stecken unseren Papierschnitt darauf fest. Nun steppen wir entlang der Linie. Wir haben für das Symbol ein Herz ausgewählt. Wenn es dir auch gefällt, dann findest du auch das über den Link in unserer Videobeschreibung. Nun entfernen wir das Papier, drehen das ganze Stück um und schneiden entlang unseres anderfärbigen Stoffes. Wir finden die obere Mitte unseres Stückes und zeichnen sie mit Kreide an. Als nächstes nähen wir unsere Aufhängschlaufe. Dazu falten wir das Stück in der Mitte und nähen es kantig ab. Deshalb empfehlen wir, einen Stoff zu verwenden, der nicht franzt. Wir positionieren die Aufhängschlaufe nun auf die Mitte, die wir vorher angezeichnet haben, und fixieren sie einfach mit ein paar Stichen. Anschließend nehmen wir die Rückseite unseres Nadelpolsters zur Hand und legen, und das ist sehr wichtig, schöne auf schöne Seite. Wir steppen fusselbreit entlang der Kante und beginnen bei einem der 2 Einzwicke. In der Ecke, und das ist unser Tipp, mache einen Querstich in jeder Ecke. So bekommst du später eine besonders schöne Ecke. Wir nähen zum zweiten Einzwick. Dadurch bleibt ein kleiner Spalt frei, der ist sehr wichtig. Wir zwicken uns die Ecken weg und drehen den Polster um. Die Ecken bekommen wir mit Hilfe einer Nadel noch besonders schön heraus. Befüllen wir unseren Polster üppig mit Watte. Um den kleinen Spalt zu verschließen, nehmen wir eine Nähnadel und einen dünnen Faden zur Hand. Auch beim Nähen mit der Hand ist es wichtig, dass wir immer sauber arbeiten. Deswegen zwicken wir die Reste des übrigen Fadens immer sofort weg. Und schon ist er fertig, unser Nadelpolster. Unser Tipp für extra viel Ordnung: Verwende die Nähnadeln im roten Bereich und die Stecknadeln im grauen Bereich. So weißt du immer gleich, wo du hingreifen willst.